Cedric Hüsler heute ein Goal gemacht, nachdem er gestern grosse Chancen vergeben hat, vielleicht nicht so gut geschlafen hat nach dieser vergebenen Chance. Wie gross war der Stein gewesen? Und dann nach eurem ersten persönlichen Goal, die Saison vom Herzen gefallen ist? Ja, ich bin froh, dass ich heute das leere Goal getroffen habe. Gestern war es fast ein bisschen peinlich. Es war einfacher gestern, aber ja, ich bin froh, dass ich sie heute gemacht habe. Und hat eigentlich lieber die drei Punkte mitgenommen. Wir hätten es verdient gehabt, wir haben wirklich ja, 45 Minuten, 50 Minuten sehr gut gespielt. Und es ist wirklich schade, dass wir den Sieg nicht holen konnten. Es ist die vierte Niederlage in Folge für euch. Ihr geht jetzt mit vier Niederlagen in Serie in die Nazi-Pause. Was muss jetzt in dieser Pause passieren, dass es besser weitergeht, resultatmäßig, wenn die Tür ist? Ja, ich glaube, eben, wir haben einen recht guten Saisonstart gehabt und jetzt hat es ein bisschen verloren. Die letzten vier Spiele ist sicher nicht einfach. Wir wären lieber mit einem Sieg jetzt heute mit Nazi-Pause gegangen. Aber wir werden weiterhin hart arbeiten. Wir haben jetzt mit morgen mit dem Eishockey Day vom Swiss Eishockey Day haben wir noch vier Tage frei. Ein bisschen abschalten, einen grossen Behockey nachdenken. Und dann ja, gehen wir zurück aufs Eis und werden wieder alles geben.